Ja, mit wem bin ich denn jetzt wo unterwegs? Was für eine Frage, ey. Die erübrigt sich. Gut. Nein. Wir fahren. Schön still hier. Unterwegs. Bin gleich da. Wie war das nochmal? Natürlich. Ja, okay. Nee, funktioniert gerade was nicht, was ich wollte. Das war doch Leertaste, oder? Ja, Leertaste war's. Klicksen. Da klicksten. Oh, die explodieren ja richtig. Und jetzt kommt Krogana. Mal die Hunde tot schießen. Oh. Verstanden. Oh, da ist ein Dicker. Der hat aber am meisten rumgejammert. Feinde! Echt? Irgendwie geben wir immer die Munition aus bei dem Ding. Oh, Iridium. Ja, her damit. Ich hoffe, ich finde mehr Credits. Dann kann ich nämlich mehr Bonuszeug kaufen. Ja, ich glaube, ich ändere mal die Waffe. Die Pyrotechnik wurde ganz schön weggefetzt. Das hier.
tot. So, Munition einsammeln, her damit. Ich habe einen Ansaugstutzen gefunden. Tja, ob ich den bringen? Ja, muss ich wahrscheinlich, ne? Kann ja überlegen, ob ich das will oder nicht. So. Umfunktioniertes koganisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Okay. Ja, das würde ich jetzt so aussagen. Oh, hier liegt jemand. Diese Leiche, ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt, Opfer von Experimenten. Sie wollen die Genophage heilen. Wozu denn Experimente an Nicht-Koganern? Menschen nützlich als Testobjekte, genetisch vielfältig, dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Weiter, wir haben Malen noch nicht gefunden. Weiter. Malen. Schon wieder umwechseln. Das sind schon viele Waffen. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Wenn ich fliehe, stolper ich nur über das Dutzend Koganer, die ich auf meinem Weg hierher erledigt habe. Da bleibe ich doch lieber hier. Sie haben unsere Jüngsten und Schwächsten vernichtet, Mensch. Die waren es nicht wert, weiterhin Zeuge unserer glorreichen Arbeit zu sein. Die werden im Inneren nur gestellte Veteranen des Bloodpacks finden, voller Wildheit und Kriegslust und einem einzigen Ziel verpflichtet. Der Salarianer wird die Genophage heilen und der Verloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten Sie erkannt, woran Malen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Wenn Ihnen an der Zukunft des Verloc-Clans etwas liegt, übergeben Sie mir Malen. Sofort. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Kroganer und aus den kroganischen Rebellionen... Sie reden zu viel. Der Mensch kann doch nicht mal ein normales Ziel treffen. Brennen. Das Flugzeug wird mich rächen. Auf den Boden, sofort. Jetzt könnte ich auch die Schrotflinte nehmen. Nichts, Kapell. Was? Nichts, Kapell? Nichts, Kapell.
Ja, man muss echt drauf achten. Vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Bringen Sie uns einfach hin. Mhm. Na, hier sieht's doch vielversprechend aus. Platin. Links liegt was. Iridium. Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Toter Korgana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Was war sinnlos? Ihre Freiwilligkeit oder die Experimente des Doktors? Beides. Ihr Fehler ist verzeihlich, die Taten der anderen nicht. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter. Und einen besseren Ort. Ihnen ist aber schon klar, dass wir beim Reinkommen einige Kroganer niedergeschossen haben. Nicht vergleichbar. War Notwehr. Instinktgesteuerter Kampf und darum gerechtfertigt. Medizinische Experimente sind etwas völlig anderes. Kroganische Forscher skrupellos. Setzen für neue Daten Frauen des eigenen Clans aufs Spiel. Widerlich. Kurzsichtig. Falsch. Es ist nicht leicht, es so zu sehen, Morden. Aber Sie haben das Richtige getan. Ihre Arbeit hat Leben gerettet. Nicht leicht. Ich wäre manchmal lieber weniger intelligent. Dann hätte jemand anders die Entscheidung treffen müssen. Es wäre nicht mein Problem gewesen. Der Wunsch eines Narren. Ich musste es sein. Andere hätten es wahrscheinlich nicht geschafft. Abmarsch bereit, Shepard. War hier noch was? Ja. Lulip. Was das wohl ist? Was das wohl ist? Gehen wir langsamer. Bald kann Shepard in Zeitlupe reden. Das wäre auch lustig. Wo geht's denn da lang? Ich geh mal jetzt mal hier lang. Ich glaube, hier war nix. Oh, ein kranker Kroganer. Und Geld. Ja, verdammt. Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack. Kein Mitglied des Warlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Erdnut. Warlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Sie sehen nicht gut aus. Sind Sie verletzt? Sie haben mir was gegeben. Sachen. Meistens Spritzen. Manchmal auch Gas. Hat mich krank gemacht. Fieber. Schmerzen. Kann kein Essen bei mir behalten. Sie werden die Genophage heilen. Ich bringe ein Opfer. Für alle Kroganer. Sie sind jetzt sicher. Gehen Sie einfach zurück in Ihr Lager. Um die Warlock kümmere ich mich. Das dürfen Sie nicht tun. Sie dürfen sie nicht aufhalten. Verstehen Sie das? Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil. Beeinflussbar. Gehirnwäsche. Keine Zeit. Ich lasse nicht zu, dass Sie das Heilmittel verhindern. Los geht's.
Jo, Prozent war instabil. Ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche Explosion auslösen. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosionen sind nützlich, brennen sich durch korganische Panzerung. Voraus! Dachtest, ich sei harmlos dran? Ja, gut gemacht. War auch meine Idee. Gerade gesagt. Meine Fresse, Guan, du wirst ja genau wie ich. Oh, cool, wir können uns schon das nächste leisten. Gut, da kommt was.